Herzlich willkommen, guten Abend, meine Damen und Herren, im Ehrensaal des Deutschen Museums. Wir haben heute eine ganz spannende Veranstaltung, ein überaus wichtiges Thema, das wir mit der Katholischen Akademie in Bayern und mit der AKATECH und dem Deutschen Museum zusammen mit Ihnen diskutieren, erörtern und Ihre Teilhabe einfordern wollen. Willkommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich hier im Ehrensaal des Deutschen Museums begrüßen und auch zu Hause am Livestream. Mein Name ist Bernhard Bleier von der Universität Passau und ich darf heute als Mitglied des Bildungsausschusses der Katholischen Akademie in Bayern durch diesen Abend führen. Den Auftakt der heutigen 90 Minuten zum Thema Technik gegen Hunger, Ansätze zur Sicherung der Welternährung, wird zugleich ein Vortrag von Herrn Dominik Heinrich setzen. Danach kommen die Perspektiven aus Kultur und Industrie durch Frau Dr. Sabine Gerber-Hirt und Herrn Dr. Eberhard Nacke. Nach einer Gesprächsrunde am Podium können dann Sie, liebe Gäste, in der Plenumsrunde Ihre Fragen an die Referierenden stellen. Wir beginnen mit dem ersten Impuls. Herr Dominik Heinrich, Sie sind gelernter Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsstrafrecht. Nach mehreren Tätigkeiten als Diplomat und Manager bei den Vereinten Nationen traten Sie schließlich in den Dienst des Welternährungsprogramms WFP, also jener Organisation, der im Jahr 2020 der Friedensnobelpreis zuerkannt wurde. Unter anderem gingen Sie als Landesdirektor auch in den Libanon. Derzeit leiten Sie die Abteilung Innovation and Knowledge Management des WFP. Herr Heinrich, wir bitten Sie um Ihren Impuls. Danke. Guten Abend und grüß Gott, gnädige Damen und Herren. Herr Professor Dr. Heckel, Sie haben schon in mir Ehrfurcht erregt hier. Und Herr Professor Bleier, Sie haben schon ausgeführt einige der Eckpunkte, die uns heute hier wahrscheinlich hierher gebracht haben. Und danke fürs Kommen. Und weswegen ich sehr geehrt bin, hier im Ehrensaal ein bisschen ausführen zu dürfen, was dieses Welternährungsprogramm leistet, ein paar Eckdaten zu liefern, Informationen zu geben, damit wir, wie Herr Professor Dr. Heckel gesagt hat, damit jeder diesen kleinen Baum sehen kann, setzen kann, damit jeder seinen kleinen Beitrag leisten kann. Ich fange vielleicht an, wo Sie erwähnt haben, ich war Landesdirektor für das World Food Program im Libanon. Das war 2016 bis 2018. Niemand in Deutschland vergisst 2015 die Migrationskrise. Das war im September, Oktober. Und ich habe dann im Libanon angefangen, Februar 2016. Da haben sie mich über Nacht hingeschickt. Der Libanon ist ein Siebtel der Größe von Bayern. 5 Millionen Einwohner, darauf sind 1 Million Flüchtlinge gekommen. Das war im Jahr 2011, 2012, die Syrien-Krise. Wenn Sie sich erinnern, 2007, 2008 hat es eine Finanzkrise gegeben. Und diese Finanzkrise hat für 40 Länder, vor allem im Nahen Osten, eine Wirtschaftskrise ausgelöst. Und der Bürgerkrieg, wenn Sie sich erinnern, in Syrien beginnt mit einer Dürre im Jahr davor. Man kann den Libanon nicht mit der Ukraine vergleichen. Aber
Wir haben jetzt eine sehr ähnliche Situation und deswegen wollte ich diese Analogie herstellen. Sie müssen sich vorstellen, der libanesische Pfund war damals, als ich dort war, ein Dollar war 1.500 libanesische Pfund. Heute sind es 35.000. 20 Mal. Also das ist eine 20-fache Entwertung. Und das ist nur ein Land, das ich zitiere. Herr Professor Bleier, Sie haben es erwähnt. Nach Schätzung der FAO oder des Welternährungsprogramms benötigen zurzeit 283 Millionen Menschen akute Nothilfe. Wenn es in der Ukraine so weitergeht, bis August, sagen wir, dann sind es 323 Millionen Menschen, die akut Nothilfe brauchen. Vorgestern hat die UNHCR, also die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen, die Zahl 100 Millionen Menschen auf der Flucht veröffentlicht. Das waren 2020 noch 89, aber vor 10 Jahren, also nicht eine Ewigkeit her, vor 10 Jahren, das ist, wie die Syrien-Krise angefangen hat, war das die Hälfte. Also es geht auf unsere Gesellschaft wirklich ein Umbruch zu, der dramatische Dimensionen der Geschwindigkeit hat. Und da wollte ich wieder, verzeiht es mir, wenn ich so viele Zahlen gebe, aber 2019, da haben wir einen Bezugspunkt dazu, vor der Pandemie. Vor der Pandemie waren ungefähr 150 Millionen Menschen in akuter Nothilfe. Sie haben es dann erwähnt, Klimawechsel, Covid, Kosten und jetzt diese Krise. Also von 150 Millionen ist während der Pandemie diese Zahl auf 272 gestiegen, dann 283 und jetzt bei diesen 323. Ich meine, ich gehe hier um mit Menschenleben, als ob das Statistiken wären, aber das sind dann natürlich ganze Länder, das ist eine ganze Wirtschaft, Familien und so weiter. Das World Food Program, ich bin jetzt schon einige Jahre im World Food Program und in voller Bescheidenheit bin ich ein Enthusiast des World Food Program. Als 2019 150 Millionen Menschen Nothilfe gebraucht haben, haben wir ungefähr 97 Millionen erreicht. Während der Pandemie ist es gestiegen auf 130 Millionen und dieses Jahr werden wir 150 Millionen wahrscheinlich erreichen. Größenordnung. Jetzt eine Gesellschaft, eine Firma, die binnen 3 Jahren um 50% das Volumen der Tätigkeit ändert und wir sind in den schwierigsten Ländern der Welt. Ich meine, 10% der Angestellten sind in Rom und nach München komme ich noch. Aber den Großteil, 90% der WFP arbeitet in den schwierigsten Ländern der Welt. Ich habe heute mit einem Kollegen gesprochen im Südsudan. Im Südsudan haben wir ungefähr 1.000 Menschen, also 1.000 Angestellte, die dort helfen. Sie müssen sich das vorstellen, wenn man im Südsudan arbeitet, dann kriegt man alle 6 Wochen 10 Tage Rest and Recuperation. Da kann man nach Nairobi und ein bisschen Dampf auslassen. Er hat mir gesagt, er hat dann einen Medizinfall gehabt, aber er ist 4 Wochen im Südsudan weg gewesen. Dann ist er Brot einkaufen gegangen. Das Brot doppelt so teuer wie vor 4 Wochen vorher. Und das ist jetzt. Das sind Informationen, die heute ich Ihnen gebe, die sich jetzt entwickeln. Für das World Food Program, Umsatz ist ungefähr 9 Milliarden, um diesen 150 Millionen Menschen zu helfen, kostet uns diese Nahrungsmittelpreissteigerungen 70 Millionen im Monat. 70 Millionen ist einfach dieser Preisanstieg. Dieser Preisanstieg hat 70 Millionen in einem Monat, das verwenden wir normalerweise, um ungefähr 4 Millionen Menschen zu ernähren. So dramatisch ist das. Und während dieser Krise hat sich aber unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft
positiv entwickelt. Der DAX war 2019 11.000 ungefähr, dann ist er ein bisschen gesunken während der Covid, ist aber dann 2021 auf 14.000 und jetzt dieser Ukraine-Krise von 16 auf 14.000. Also um unsere Gesellschaft weiter aufrecht zu erhalten, können wir nicht im Nahen Osten, in der Ukraine, im Sahel diese extremen Situationen haben mit dieser akuten Verschlechterung, die ich da beschrieben habe. Und die Produktion der Ukraine sind ungefähr eine Produktion von vor allem Mais, Getreide und Sonnenblumenöl, die für 400 Millionen Menschen normalerweise zur Verfügung steht. Sie haben es gehört, ich gehe auf diese Ukraine nicht so sehr viel ein, aber das können wir dann im Gespräch und im Austausch machen, weil das heutzutage, sobald man eine Zeitung öffnet oder ein Fernsehen anschaut, da sind diese Daten dort. Aber für uns ist es im Moment zentral. Die Ernte des vergangenen Jahres, 100 Schiffe können nicht die Häfen verlassen oder die Häfen zukommen. Die Silos sind gestockt voll mit der Ernte vom vorigen Jahr. Es wurde dieses Jahr gesät und es wird eine Ernte geben, aber wenn man die Silos nicht entleert, dann kann die neue Ernte nicht dazukommen. Das geht dann größenordnungsmäßig um ungefähr 20 Millionen Tonnen. Das World Food Program bewegt in einem Jahr ungefähr 4 Millionen Tonnen. Ich gebe Ihnen da wieder eine Größenordnung. Kurzfristige Lösungen sind natürlich diese Hilfe, die das WFP vor Ort in Sahel, in Äthiopien, im Südsudan, in Jemen, im Nahen Osten liefert. Aber das ist nicht nachhaltig. Man kann nicht einer internationalen Organisation anvertrauen, dass da jetzt die Umverteilung stattfindet. Also man muss, so wie man immer so schön sagt, den Leuten auch das Fischen beibringen und nicht nur einen Fisch geben. Und da eben einen langfristigeren Ansatz zu finden und Lösungen anzusprechen, wie der Professor Heckel gesagt hat, deswegen haben wir im WFP uns gesagt, Business as usual kann nicht weitergehen. Und das haben wir aber schon 2015 gesagt. Und wir brauchen kluge Köpfe, wir brauchen Vordenker, wir brauchen die Technik, wir brauchen die Wissenschaft. Und deswegen sind wir in voller Bescheidenheit geehrt, dass wir hier im Deutschen Museum sind, dass wir das Europäische Patentamt in der Nähe haben, dass wir das Deutsche Patentamt in der Nähe haben. Und dann haben wir hier in München den Innovation Accelerator des World Food Program 2015 gegründet. Dieser Innovation Accelerator, der soll sich vernetzen, und Acatec waren Freunde der ersten Stunde, die uns, ich meine, internationale Beamte kennen in München nicht einmal, wo die Wirtshäuser sind, geschweige denn gute Kontakte. Und da ging es darum, Kontakte zu schaffen in Universitäten, in Wirtschaftsinstituten, in Forschungsinstituten, mit Gesellschaften und so weiter. Mittlerweile haben wir Unternehmertum, Maximilian-Ludwig-Universität, die Google in München, die Datenverarbeitung haben, Acatec sowieso, das DLR. Also ich könnte weitere zitieren, die dem World Food Program helfen, diesen Trend, der uns sicher nicht zu einer Welt ohne Hunger bis 2030 führt, wenn wir so weitermachen, aber diese Ansätze, die in ganz anderen Industrien gelöst werden, zur Verfügung stellen für diese 800 Millionen oder in akuter Situation 300 Millionen, die ich beschrieben habe. Dieser Innovation Accelerator ist eine fantastische Geschichte, um humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe moderner zu gestalten. Das Ziel ist, dass man unseren 22.000 angestellten Mitarbeitern, die in den schwierigsten Ländern der Welt sind, die Probleme täglich lösen müssen, und ich komme dann noch zur Ukraine, dass man denen den Kontakt zu
den zur Wissenschaft, zur Wirtschaft zur Verfügung stellt. Und in Bayern haben wir ein Ökosystem, eine politische Stabilität gefunden, die einzigartig ist. Und ich muss sagen, von 2015 haben wir angefangen mit 5 Angestellten. Mittlerweile sind hier 70. Aber das Wichtigere ist, der Accelerator hier aus München hat schon 9 Millionen Menschen geholfen, konkret. Und diese Zahl verdoppelt sich jedes Jahr. Also voriges Jahr waren es 4,5, das Jahr davor waren es 2,5 und so weiter. Also wenn wir so weitermachen, dann haben wir eine Möglichkeit, diese 300 Millionen Menschen zeitnah zu erreichen. 9 Millionen Menschen in 69 Ländern. Und das, was auch passiert ist, man involviert wesentlich eine breitere Basis, um mit diesen Problemen sich zu konfrontieren. Das kann man nicht einfach an eine internationale Organisation outsourcen. Und das hat der Herr Professor Heckel, glaube ich, sehr schön gesagt. Wir sind da alle darauf aufgerufen. Um ganz konkret 2 Beispiele zu geben, was dieser Accelerator bewirkt hat. Sie wissen, wenn eine Naturkatastrophe passiert, oft einmal ist es schwierig, die letzte Meile zu erreichen, wenn da Überschwemmungen, Erdbeben oder was immer. Oder auch in Konfliktsituationen nach Aleppo hineinzukommen mit Nahrungsmittelgütern, war Katastrophe, die Fahrer wurden angeschossen und so weiter. Und da haben wir, nicht spaßhalber, aber da haben wir uns gedacht, naja, vielleicht driverless Trucks wäre etwas, was für das WFP interessant wäre. Natürlich kann man da nicht mit den Kompetenzen und mit den Investitionen die Lkw-Produzenten hineinstecken, da mithalten. Aber was wir gehabt haben, ist, im Mosambik haben wir im 2019 eine Überschwemmung gehabt. Man konnte nicht zu den letzten Meilen kommen mit LKWs mit Riesenrädern, da haben wir, glaube ich, einen Slide sogar dazu, die in der Ukraine produziert wurden, haben wir diese 100.000 Menschen, ich weiß nicht, 100.000 Menschen ist ein ganzer Stadtteil in München erreicht, binnen 48 Stunden. Jetzt war das aber so, die haben keine Straßen mehr gesehen. Und da mussten wir mit einer Drohne sehen, wo dieses Gefährt fahren kann und den Fahrer dann sozusagen lenken. Die Alternative wäre Hubschrauber gewesen, der 20 Mal mehr kostet. Wir sind in einer Situation, wo die Ressourcen knapp sind. Und aus dieser Initiative, aus dieser Spannung, die da vor Ort stattgefunden hat, haben wir uns mit dem DLR hier in München zusammengestellt, mit einigen Firmen, die uns dabei jetzt helfen, dass dieses System, das wir so schlecht und recht einmal organisiert haben, dass das nachhaltig wird und dass man da jetzt etwas modernisieren, wie humanitäre Hilfe stattfindet. Zweites Beispiel, Share the Meal. Die Ressourcenknappheit in humanitärer Hilfe führe ich kurz an. Das WFP würde heute 20 Milliarden Dollar brauchen, um diesen 300 Millionen Menschen zu helfen. Voriges Jahr haben wir es geschafft, 9 Milliarden Dollar Umsatz zu haben. Diese Asymmetrie ist gigantisch. Und wie macht man das, dass man diese 50% da wettmacht? Da kann man nur schauen, dass man keinen Hubschrauber verwendet, sondern etwas erfindet mit dem Gefährt und 20 Mal billiger handelt. Aber man kann auch an das breite Publikum appellieren und das haben wir über diese Innovation der Share the Meal abgemacht. Die wurde 2015 von dem Leiter des Accelerator hier in München erfunden. Das ist eine kostenlose App. 9 Millionen Users haben sich da schon eingeloggt. Die können von 80 Cent bis 100.000, war glaube ich die größte Spende, die da geleistet wurde. Und diese Zahl verdoppelt sich jedes Jahr. Also da hat man dann, mittlerweile haben wir 90 Millionen Dollar eingenommen über diese App. Apple und Google haben 2020 das als beste App des Jahres
erwähnt. Ich habe nie die Gelegenheit, vor so einem Publikum wie Sie sind, diese Ausführungen zu machen. Aber es ist oft so, wir müssen die Leute zusammenbringen. Deswegen habe ich sehr wertgeschätzt die Anwesenheit hier, aber auch das Livestreaming, weil man einfach alle Sparten der Gesellschaft aktivieren muss. Und dieses Ökosystem, das München und Bayern für uns liefert, mit Unternehmertum, mit dem, mit der Universität, der Technischen Universität, mit dem DLR habe ich schon erwähnt, mit dem aktiven Beitrag des BMZ, also des Entwicklungsministeriums und des Außenministeriums, sowie des, der Regierung von Bayern, da drei Akteure zusammenkommen aus den verschiedensten Richtungen der Politik. Das ist, glaube ich, etwas, wo man sieht, Aktion passiert und man kann ein Zeichen der Hoffnung geben. Ich habe erwähnt, wie der Accelerator gewachsen ist und unsere Herausforderungen sind gigantisch, aber wir sind auch zuversichtlich, dass wir weiterhin unsere Zahlen verdoppeln werden. Wenn wir das machen, dann erreichen wir bis 2025 100 Millionen Menschen von diesen 9 Millionen, die wir jetzt erreichen. Und dann, ich möchte nicht überzitieren, aber Herr Professor Heckel, Sie geben mir hier den Ball, damit ich ihn schmettern kann. Ein Zitat oder Gebet, das dem heiligen Franz von Assisi zugeschrieben wird, ist gewissermaßen ein Appell der Zusammenarbeit, den ich hier formulieren möchte, um mit dem Accelerator und mit uns im World Food Program diese Krisen, die uns im Moment so treffen, gemeinsam anzupacken. Und das Zitat oder das Gebet ist: Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu verändern, die verändert werden können, die Geduld die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die nicht geändert werden können, und dann die Weisheit, die einen von den anderen zu unterscheiden. Wir befinden uns, glaube ich, in einer Situation, wo wir diese Weisheit brauchen, wo wir diese Kraft und die Energie brauchen, dass man diese Trends reversieren und auch aber die Geduld, gewisse Sachen zu akzeptieren, wenn Geduld angesagt ist. Ich danke für Ihre Geduld, meine Damen und Herren, und bin gespannt und stehe zur Verfügung für dieses Gespräch. Danke herzlichst. Sehr herzlichen Dank, Herr Heinrich, für Ihren ersten beeindruckenden Impuls. Wir kommen nun zum Podiumsteil, und so darf ich die drei Referierenden, Frau Dr. Gerber, Herrn Dr. Nacke und Herrn Heinrich, auf das Podium bitten. Ja, ich darf Ihnen die beiden Referierenden, die heute noch nicht zur Sprache kommen, der Reihe nach dann vorstellen und Sie zugleich um einen Auftakt bitten. Herr Dr. Eberhard Nacke, Sie haben an der Universität Bonn und an der Technischen Universität in München studiert und dann am Institut für Landtechnik nicht weit von hier in Weihenstephan promoviert. Bereits 1985 kamen Sie zur Klaas-Gruppe. Dort leiteten Sie bis zum letzten Jahr den Bereich Corporate Product Strategy. Und seit diesem Jahr arbeiten Sie als freiberuflicher Berater zu den Themen Landtechnik und landwirtschaftliches Umfeld. Wenn wir nun schon einen Experten aus der Industrie unter uns haben, so wäre meine Eingangsfrage: Wenn Sie so die letzten 10 Jahre in der Industrie für Agrartechnik gedanklich Revue passieren lassen, was würden Sie sagen, sind die gravierendsten Veränderungen? Ja, das ist eine sehr breite Frage, Professor Bleier. Trotzdem vielen Dank dafür. Was sind die gravierenden Veränderungen? Ich denke mir, was alle wahrnehmen, die mal, wenn sie irgendwo durchs Land fahren, aus dem Fenster schauen, die Landmaschinen scheinen alle immer größer zu werden. Das ist das, was jeder so sieht.
Das ist das Offensichtliche. Die Reifendurchmesser werden größer oder die Schneidwerksbreiten nehmen zu oder was auch immer. Das ist so das, was nach außen hin deutlich wird. Die größeren Veränderungen fanden aber eigentlich in den Maschinen statt. Und was in den Maschinen stattgefunden hat, ist letzten Endes, dass wir Intelligenz in die Maschinen gepackt haben. Das heißt, früher bestand so ein Traktor, es war ein fahrender Motor. Ein Motor mit einem Getriebe und ein paar Reifen und einem Arbeitsplatz oben drauf und damit war es gut. Und inzwischen haben wir sehr, sehr viel Elektronik und Sensorik in die Maschinen hereingepackt und sind damit in der Lage, Maschinen wirklich intelligent zu machen. Und das heißt, Maschinen in die Lage zu versetzen, dass sie nicht mehr einfach nur Dünger breitflächig ausbringen, dass sie nicht nur einfach ein Weizen oder eine Gerste gleichmäßig ernten, sondern dass die Maschine den Bestand kennt, dass die Maschine weiß, was die Pflanze braucht und nur so viel wirklich ausbringt, wie sie braucht oder sich nach dem Bestand einstellt. Und das heißt, die Effizienz unserer Maschinen ist in den letzten 10 Jahren gigantisch gewachsen. Ich habe jetzt nicht so viele Zahlen, wie Sie es gebracht haben, Herr Heinrichs, aber es war natürlich sehr, sehr spannend, aber ich könnte es in ähnliche Zahlen packen, tue es mal nicht. Die Leistungsfähigkeit unserer Maschinen ist deutlich stärker gewachsen als die eigentliche Größe. Und das liegt durch die Intelligenz, die wir reingepackt haben. Das sind eigentlich so die Wesentlichen. Das ist jetzt sehr, sehr grob zusammengefasst, weil das gilt eigentlich für die gesamte Landtechnik, egal ob Sie bei den Traktoren, ob Sie über Sämaschinen reden, über Pflanzenschutzspritzen oder über Erntetechnik. Es ist überall eigentlich der gleiche Weg. Maschinen werden intelligenter. Und es geht vielleicht noch einen Schritt weiter. Nicht nur die einzelne Maschine wird intelligent, sondern ein ganz wesentlicher Fortschritt liegt auch darin, dass wir heute in der Lage sind, die einzelnen Maschinen miteinander zu vernetzen. Und das heißt, die Daten werden bei der einen Maschine erzeugt und werden zur anderen Maschine geschickt. Und die wertet sie aus und stellt sich nach den Daten ein, die kommen von der Maschine. Und ich weiß jetzt, was ich jetzt anders machen muss und wie ich mich jetzt richtig einstellen muss, damit ich am wenigsten CO2 ausstoße, damit ich am produktivsten bin oder damit ich am wenigsten Pflanzenschutzmittel ausbringe und auch nur exakt da, wo auch Pflanzenschutzmittel wirklich benötigt wird. Das sind so, ich sag mal, hoffentlich einigermaßen eingängige Beispiele. Was hat sich wirklich verändert? Intelligenz kam in die Landtechnik. Vielen Dank für diesen Einblick in sozusagen die Digitalisierung der Agrartechnik. Ja. Es wurde ja schon angesprochen, dass wir verschiedene Perspektiven heute hier am Podium haben und eine Perspektive hier auch in diesen Räumen, in diesem Deutschen Museum, ist natürlich die Frage der Vermittlung und der Kultur. Frau Dr. Sabine Gerber-Hirt, Sie studierten Biologie und Chemie an der Universität Bonn und promovierten in einem ökophysiologischen Themengebiet an der Uni in Erlangen. Seit dem Jahr 2009 arbeiten Sie als Leiterin der Hauptabteilung Naturwissenschaften hier am Deutschen Museum. Jetzt haben wir von den eindrücklichen Schilderungen schon am Beginn gehört, dass ja das Thema Hunger eine existenzielle Frage ist, die der Frage nach einer angemessenen Didaktik auch stellt. Und das wäre auch meine Frage an Sie. Diese existenzielle Bedrohung. Und ich nehme an, dass die meisten Besucherinnen und Besucher diese existenzielle Bedrohung in ihrem persönlichen Leben noch nicht geteilt haben. Das heißt, man hat mit einem Phänomen zu tun, was nicht in den Erfahrungshorizont der Besucherinnen und Besucher passt. Wie organisiert man eine Ausstellung zu diesem Thema Hunger? Ich denke, das ist eine sehr richtige und wichtige Frage. Und ich muss gestehen, ich bin Gott sei Dank froh, nie selber Hunger gehabt zu haben. Ich habe einmal eine
Chinesin kennengelernt in Yunnan, die Touristen führte durch die Reisfelder und sagte, wie schön, dass wir jetzt endlich keinen Hunger mehr leiden. Das war also was, was mich wirklich zutiefst beeindruckt hat, weil das war einfach jemand, die vor mir stand und ich kannte das nicht. Im Museum, ich weiß nicht, können wir das nächste Bild gerne gucken, wir haben es tatsächlich probiert, die Besucher anzusprechen. Wir haben eine Wand in der Ausstellung, die nun sehr wenig Platz hatte, haben uns also eine ganze Wand geleistet und haben gefragt, werden Sie jeden Tag satt? Und dann ist das natürlich eine Frage, die wahrscheinlich viele von uns nicht wirklich verstehen. Wir haben sie beantwortet, jeder neunte Mensch hat nicht genug zu essen. Jeder neunte Mensch muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, was ich heute Abend essen werde. Das ist unser Versuch, die Besucher anzusprechen, die Besucherinnen anzusprechen, aber gleich wieder, wir gehen dann wieder auf die Zahlen. Wir kommen also wieder und sagen dann eben einer, dort rechts sieht man an der Wand, 820 Millionen Menschen leiden Hunger. Das heißt also, wir versuchen hier die Emotionen anzusprechen, aber sie auch gleich wieder rauszunehmen und auf die Zahlen immer zu gehen. Es ist die Frage, was macht eine Ausstellung mit Empathie? Wie lange geht sie mit Empathie um? Ich denke, es ist was sie immer wieder versuchen, die Besucherinnen anzusprechen, sie an die Themen heranzuführen, aber dann irgendwann doch wieder die Emotionen abzuschalten und in die Zahlen überzugehen, in die Fakten überzugehen. Und wir wollen die Besucher ja auch zum Nachdenken anregen, zum darüber reflektieren, darüber nachzudenken und eine Mischung aus Emotion und Ratio zu produzieren. Und ja. Vielen Dank für diesen Einblick in die Didaktik einer Anstalt des öffentlichen Rechts, das als eines der bekanntesten Museen sich diesem Themenkomplex auch widmet. Ich habe am Anfang gehört, Herr Heinrich, Sie haben zwei Zahlen genannt, die habe ich mir notiert. Es bräuchte 20 Milliarden US-Dollar, um Menschen in akuten Situationen des Hungers zu helfen. Und derzeit sind 9 Milliarden das Budget, das zur Verfügung gestellt wird. Ich habe mir gedacht, ja, das ist eine unglaublich schwere Entscheidung, denn Sie haben gesagt, eine Zahl über 100 Länder oder 80 Länder, wenn ich richtig zugehört habe. Das heißt, Sie müssen ja Kriterien entwickeln, wem geholfen wird und wem jetzt gerade nicht geholfen werden kann. Welche Kriterien wendet man in so einer extrem schwierigen Fragestellung an? Ja, danke. Diese Frage und die Priorisierung ist etwas Dramatisches, Trauriges, Notwendiges. Man nimmt praktisch von den Hungernden für die Verhungernden Ressourcen. So dramatisch ist das. Es gibt, es wird IPC genannt, da gibt es eine Klassifizierung, IPC5, also da kommt ein Komitee von verschiedenen Organisationen zusammen, das ist dann eine Famine, Hungersnot. Im Moment sind ungefähr 40 Millionen Menschen weltweit davon betroffen. Aber diese Zahl steigt leider. Ganz konkret, ich kann vielleicht das Beispiel vom Libanon schildern. Da wird dann eine für jede Familie, und Familie war im Libanon, Durchschnittsfamilie waren 8 Mitglieder in einer Familie, also sind Großfamilien, die haben viele Kinder und so. Also da wird dann, das ist praktisch eine Tabelle von, wir haben ungefähr 700.000 Menschen damals geholfen. Von diesen 700.000 kann man dann wirklich sehr präzise tarieren, wenn das Geld ausreicht, bis wie viel man erreicht. Das Dramatische ist dann, man muss mitteilen, dass diese Familie jetzt nicht mehr unterstützt werden kann. Und das ist dann oft einmal auch nicht so verständlich. Wieso die Nachbarfamilie, die bekommt doch noch etwas und ich habe aber hier eine kranke Großmutter. Und also das ist etwas
sehr intensiv. Es kann auch sehr wissenschaftlich und sehr objektiv gehandhabt werden, aber ist dann auch menschlich sehr schwierig zu verwirklichen. Und ich glaube, wenn ich mich anschließen darf an was der Dr. Necke erwähnt hat, diese Digitalisierung in dem Maschinenbau und generell die letzten 10, 15 Jahre haben eine dramatische Entwicklung erfahren. Und die Logik, warum wir hier nach München, Bayern, wie ich das so beschrieben habe, wieso wir einen Accelerator hierher gebracht haben, ist folgende. In den 90er Jahren hat der normale Konsument angefangen, mit E-Mails zu kommunizieren und das als Postweg zu verwenden. Im World Food Program haben wir diese E-Mails per HF-Radio, also Radioübertragung über zwei Modems in den Südsudan oder Äthiopien oder Uganda oder wo immer das war, übermittelt. Also wir versuchen, diese Errungenschaften der Technik, die uns zur Verfügung stehen, wirklich in diese letzte Meile zu bringen. Deswegen, wenn sich jemand gefragt hat, wieso bringt er jetzt das Beispiel von dem Sherp? Ich meine, erstens einmal haben wir damit 100.000 Menschen geholfen, die wirklich verhungern und in einer extremen Notlage waren. Aber zweitens verwenden wir Technologie, die uns heute bald, ich meine, Mercedes darf jetzt in einem Stau unter 60 auf einer Autobahn driverless fahren. Solche Sachen, diese Errungenschaften in die letzte Meile und den schwierigen Situationen zur Verfügung zu stellen, das ist, glaube ich, was die Menschheit großartig machen kann und was auch Hoffnung geben kann, also diese Transposition. Und das sage ich mit voller Bescheidenheit, aber auch mit einem Appell an alle, sich zu engagieren, mit uns zu engagieren, weil ansonsten alleine über Ressourcen das zu schaffen oder über Kürzungen kann einfach nicht funktionieren. Irland war ein Land, das Hungersnot gehabt hat und hat es überwunden. Technisch braucht die Welt keinen Hunger. Das ist a Key Message an alle. Wenn wir das nur anständig anpacken, Konflikte und überwinden und Klima gegenwirken, Kosten hinunterschrauben und was unsere Errungenschaften der Technik wirklich in der letzten Meile zur Verfügung stellen. Das schafft auch neue Märkte, das schafft auch eine Sicherheit in den Märkten, in denen wir leben. Ich habe ein bisschen mehr Ausführungen gemacht, als Ihre Frage notwendigerweise vielleicht punktualisieren wollte, aber ich bin ein Enthusiast des Themas und der Mission des WFP. Ich würde gerne das Statement, was ja auch ein politisches Statement ist, gerne aufnehmen und die Frage an Sie richten, Frau Dr. Gerber. Sie haben ja mit dem Deutschen Museum zusammen eine Ausstellung organisiert zur Ernährung und Landwirtschaft, die demnächst auch öffentlich zugänglich sein wird. Und ich nehme an, als Kuratorin macht man sich viele Gedanken, wie man ein so komplexes Thema auch angemessen darstellt. Nun hört man ja heute schon in den unterschiedlichen Statements raus, das ist kein unpolitisches Thema. Man kann dieses Thema nicht unpolitisch darstellen. Was würden Sie sagen, inwieweit darf ein Museum, eine Anstalt des öffentlichen Rechts bei diesem Thema auch ein politisches Statement abgeben? Also ich denke, ganz ohne politisches Statement kommt man nicht aus. Also letztendlich, was wir tatsächlich versuchen, also unser Bildungsauftrag ist natürlich, eine Brücke zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit zu schlagen. Wir wollen unsere Besucher informieren. Wir wollen sie sich mit den Themen auseinandersetzen lassen. Wir wollen sie dazu, ja, zu bringen, in einem politischen Diskurs informiert mitzudiskutieren. Das Museum ist Sinn und Zweck des Museums zu informieren, die Leute sich mit den Dingen beschäftigen zu lassen, selber keine Stellung zu beziehen. Es gibt Dinge, wo das Museum dann aber doch Stellung bezieht, was das Klima, die Klimawandel zum Beispiel, also wir sind auf dem Punkt der Wissenschaft, IPCC gilt für uns. Wir versuchen in der Ausstellung Landwirtschaft
nicht zu sagen, so soll man es machen, so soll man es nicht machen, sondern wir versuchen, Dinge aufzuzählen, wir versuchen, die Besucher zu informieren, wir versuchen, sie zum Nachdenken anzuregen. Wir geben keine Antworten. Trotz allem sagen wir sehr häufig, man soll weniger Fleisch essen. Weil also viele Dinge kommen dann doch, wir versuchen sie zu argumentieren, aus gesundheitlichen Gründen, aus Gründen der Welternährungspolitik, aus Gründen der Ökologie macht es nicht so viel Sinn, so viel Fleisch zu essen. Wir versuchen Zahlen zu bringen, wir versuchen es möglichst objektiv zu machen, aber am Ende sagen wir dann bei vielen Ecken dann doch was. Und wir versuchen letztendlich Beispiele zu bringen, wir versuchen Zahlen zu bringen, Daten zu bringen. Also letztendlich machen wir es ähnlich, wie Sie es gemacht haben. Jetzt wir zeigen auf, was wo passiert, was für Konsequenzen das hat. Wir versuchen, Lösungsansätze aufzuzeigen. Also das ist was im Museum sehr wichtig ist. Technische Lösungsansätze, soziale Lösungsansätze, politische, was man denn vielleicht tun kann. Wir versuchen, Beispiele zu bringen, was man denn machen kann. Wir zeigen Exponate, also das Sie gerade erzählt haben. Wir zeigen auch die Digitalisierung in dem Maschinenbau. Wir haben einen Feldroboter, den wir ausstellen, der tatsächlich mit Hilfe von zwei Kameras erkennt, was Kraut und was Unkraut ist und das Unkraut mit dann platt walzen kann, ohne Chemie zu nehmen. Also das sind also auch einfach Dinge, wo wir versuchen, Best Practice-Beispiele zu zeigen, zu diskutieren. Um bei beim politischen Statement auch zu bleiben, Herr Dr. Nacke, Sie haben ja ausgeführt, die größten Änderungen waren in der Digitalisierung zu erkennen. Und jetzt sind ja diese Digitaltechniken auch an Infrastrukturen gebunden. Das heißt, es muss irgendwo ein Netz geben, um Daten von A nach B zu übertragen. Und häufig hört man ja auch die Kritik an den großen Produzenten von Agrartechnik, dass sie zwar die großflächigen Agrarbetriebe mit exzellenter Technik ausstatten, aber die kleinbäuerlichen Strukturen, die in vielen Ländern dieser Erde vorherrschen, kaum unterstützen. Trifft diese Kritik zu? Naja, zumindest partiell trifft sie sicherlich zu. Und das liegt einfach, ich sag mal stumpf, daran, dass Landtechnik Hersteller Wirtschaftsunternehmen sind. Und ein Wirtschaftsunternehmen reagiert im Allgemeinen natürlich so, da wo die größten Märkte sind, da wo man am meisten Produkte absetzen kann oder zum besten Preis die Produkte absetzen kann, da konzentriert man sich drauf. Und wenn man in Europa mehr Technik oder teurere Technik oder in Amerika oder in Russland absetzen kann als im Libanon, dann wird man eben tendenziell eher Maschinen dafür bauen. Ist aber aus meiner Sicht nur ein Teil der Erklärung. Nein, es ist tatsächlich so, wir in den Landtechnikunternehmen bauen durchaus angepasste Technik. Und ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt. Ich würde noch mal auf so ein paar Aspekte ganz gerne eingehen, die Herr Heinrichs vorhin ausgeführt hat. Was wird aus dem letzten Endes für uns deutlich? Für mich wird vor allen Dingen daraus deutlich, dass wir immer noch das gleiche Prinzip immer stärker verfolgen müssen, was wir eigentlich schon vor 40 Jahren kreiert haben, nämlich Hilfe zur Selbsthilfe. Wir müssen den Ländern beibringen, zu produzieren und nicht ihnen beibringen, Weizen aus der Ukraine zu importieren. Das bringt uns nicht voran. Und mit allem Respekt, die Diskussion aufgrund des Ukraine-Krieges müssen zusätzliche Menschen hungern, halte ich nicht für hochplausibel. Die Ukraine, wenn wir uns die absoluten Zahlen so ein bisschen vor Augen führen, Ukraine im Getreidebereich macht ungefähr 3% der Weltgetreideproduktion aus. Im Ölsaatenbereich sind es eher weniger als 3%. Das ist verschwindend gering. Wie viel wenig müssten wir an anderer Stelle an Lebensmittel wegschmeißen und werden das Ukraine-Problem sofort gelöst?
aus meiner Sicht das viel, viel größere Problem, und das geht auch leider nicht weg, weil da nicht irgendein Putin ist und setzt man den ab, dann ist das Problem vorbei, ist das Problem des Klimawandels. Der Klimawandel wird nicht weggehen. Und das heißt, wir müssen den Hungernden letzten Endes beibringen, wie sie produzieren. Und wir müssen ihnen angepasste Technik liefern, aber auch Wissen über Zusammenhänge, wie man produziert und wie man auch unter entsprechenden Klimabedingungen produziert. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Was Sie tun mit Ihrem natürlich hoch anerkannten Programm, ist letzten Endes Löcher stopfen. Aber das Eigentliche ist ja, dass wir dafür sorgen müssen, dass diese Löcher kleiner werden und nicht immer größer werden. Und das Zweite ist aus meiner Überzeugung auch, dass wir eben sehen müssen, und Sie haben das ja sehr, sehr schön plakativ gemacht, wo hungern eigentlich Leute? Ich sage es mal ganz platt, der überwiegende Teil hungert eigentlich entweder in einem Land, was irgendwie im Bürgerkrieg steht, egal ob das jetzt Syrien, Libanon ist oder eben Ukraine wird oder ob das irgendwo in Mali oder in Mosambik ist oder ähnliches. Sie haben eigentlich überall ähnliche Situationen, dass sie Bürgerkrieg haben oder aber sie haben, sagen wir mal, überhaupt keine Wirtschaftskraft in dem Land. Und das führt zu diesen galoppierenden Inflationen. Und dann kann man sich plötzlich kein Brot mehr leisten. Das heißt, bringen wir Wirtschaftskraft in diese Länder, dann sinkt auch die Inflation, dann bleiben auch die Brotpreise einigermaßen stabil. Wäre meine Lösung. Also will damit sagen, was unsere Aufgabe ist, ist wirklich, wie bringen wir angepasste Technik, aber auch Wissen in diese Länder. Und Ihr richtiges Beispiel mit der Kommunikation, das ist ja gerade der Vorteil. Früher hätten wir für die Kommunikation kreuz und quer durch Afrika hätten wir Drähte gespannt, um Telefonleitungen von A nach B zu bringen. Die Afrikaner haben eine komplette technologische Entwicklung tutto completo übersprungen. Dort existieren keine Telefonleitungen. Die sind gleich aufs Handy gegangen und haben gesagt, Mensch, telefonieren funktioniert, Internet funktioniert auch. Ich weiß nicht, was ihr da macht in Europa mit den Leitungen, aber wir brauchen die nicht. Und das ist eigentlich das, wie wir auch denken müssen. Wie kommen wir mit unserer Technik dann auch letzten Endes dahin, dass wir mit der vorhin angesprochenen Digitalisierung, wo Sie zunächst einmal sagen, was soll denn die auf irgendeiner Landmaschine, die wir irgendwo in Zentralafrika einsetzen? Doch, ich glaube, dass wir die da unbedingt einsetzen sollten. Die muss einfach sein, die muss robust sein, aber trotzdem, ich glaube, sie passt dahin. Und wir werden auch da das zu einem Baustein machen, um die Leute zu ertüchtigen, wirklich sich selber ernähren zu können, damit sie nicht auf WFP-Programme oder Ähnliches angewiesen sind. Würden Sie das teilen, oder? Herr Dr. Nacke, ich bin 100% mit Ihnen einverstanden. Und ich glaube, diese Dichotomie zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe, die gehört der Vergangenheit an. Wir müssen diese Entwicklung, die Sie beschreiben, mit derselben Urgenz, mit derselben Notwendigkeit angehen wie humanitäre Hilfe. Und Entwicklungshilfe hat sich oft so, naja, da muss man halt überlegen, ob das wirklich impactvoll ist. Und dann hat man sich jahrelang das überlegt. In 10 Jahren haben die Zahlen der Leidenden, der Krisensituationen sich verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht. Da kann man nicht lange noch überlegen, ob man da irgendwas anfängt. Da muss man mal anfangen und da muss man Kontakte herstellen zwischen der Wirtschaft, der Wissenschaft, die dann vor Ort das machen. Wir haben 2018 angefangen mit Hydroponics.
Da hat uns jeder ins Gesicht gelacht. Ah, ihr macht Hydroponics, was ist da die Innovation? Ja, macht einmal Hydroponics im Sahel in der letzten Meile, wo angefangen werden muss. Und dort sind jetzt Kleinbauern, die wirklich sich selbst helfen. Die brauchen das WFP hoffentlich nicht mehr. Aber irgendwo muss man schnell und radikal anfangen. Darf ich auch eine Frage stellen? Mir ist nicht ganz klar. Sie reden zum einen von sehr, sehr kleinen Projekten und zum anderen, Sie sagen, man muss die Wirtschaftskraft hineinbringen. Wie kommt man denn von dem einen System zu dem anderen? Wir haben in der Landwirtschaft, wir haben in der Ausstellung auch sehr viele Projekte vorgestellt, die aber immer wieder sehr, sehr kleine Projekte sind. Und mir ist nie klar, wie kriege ich aus vielen kleinen Projekten eine Gesamtentwicklung eines Landes oder eine... Also natürlich findet jeder eine Schutzdecke mit dem Thema Governance. Ne? Ah, in diesen Ländern ist eine Katastrophe, weil da irgendein Diktator ist und das ist alles korrupt und so weiter. Das könnte ein Ansatz sein und dann fangen wir gar nicht an. Andererseits, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, jedes Jahr verdoppeln, wenn wir jetzt 9 Millionen erreichen und das nächste Jahr 18 Millionen sind, dann ist das nicht mehr, dann ist das Kleinvieh macht auch Mist und dann ist das schon eine Skala, die sich sehen lassen kann. Ich bin zuversichtlich, dass aus dieser Krise und aus dem Bewusstsein, das Dr. Nacke so schön zusammengefasst hat, das Hilfe zur Selbsthilfe, dass da eine Energie zusammenkommt, die wirklich alle Sparten betrifft und dass man nicht irgendwie irgendeiner humanitären Organisation oder irgendeinem Entwicklungssektor das Thema überlässt. Diese Themen Sicherheit, Wirtschaftsentwicklungshilfe, die sind zentral für unsere Gesellschaft. Könnten Sie uns noch mal Einblick geben in ein Thema, was Sie jetzt mehrmals angesprochen haben? Ich stelle mir das unendlich schwer vor, in einem Land, wo kriegerische Zustände herrschen, diese Nothilfe zu bringen. Könnten Sie uns da einen Einblick geben, wie funktioniert das im Rahmen der WFP? Dann nehmen wir das Beispiel Ukraine. 24. Februar ist der Ausbruch des Krieges. Heute ist der 90. Tag. Wir haben ungefähr 197 Angestellte, die um die Ukraine herum und in der Ukraine handeln. Da wird den Allerbedürftigsten Nahrungsmitteltransfer gemacht. Das ist wirklich die letzte Lösung. Der Großteil passiert über, was wir Cash-Based Transfers nennen. Also da wird Geld hineingepumpt in Wirtschaftssysteme, die doch noch halbwegs funktionieren. Also wir sehen mediatisch natürlich die Extremfälle dauernd, aber wenn die Kamera nicht auf diesem Extremfall, wo wirklich Krieg ist, da sind Bauern, die gesät haben, da sind Supermärkte, die noch offen sind, da ist noch jemand, der seinen kleinen Ertrag verkauft auf einem Bauernmarkt. Und wir haben da registriert diese Notbedürftigen, die werden dann in einer Klassifizierung in Listen gegeben und wir transferieren dann im Fall der Ukraine sind es glaube ich $75 im Monat an diese Familie, die dann in die Wirtschaft wieder zurück investiert. Aber das, Herr Dr. Nacke, das machen wir hochmodernst. Das haben wir im Libanon nicht erfunden, aber das ist ein kleines Land, das war hochentwickelt, superintelligente Personen. Dort hat das WFP die größte Supermarketkette des Libanon betrieben. 625 Geschäfte, die in diesem Verband drin waren. Die Flüchtlinge waren alle registriert und dieses ganze System verwenden wir jetzt für das Social Safety Net der Libanesen. Weil mittlerweile ist ja dort eine totale Katastrophe ausgebrochen. Aber dieses Geld, das da hinein gepumpt wird, hilft dann der Wirtschaft, wieder aufzukommen und dass dann dort etwas vor Ort gedeiht, statt dass man mit einem Schiff vom Reis oder Getreide da im Libanon landet. Sowas ist
in Extremfällen, aber das ist schon ein Thema nicht der Vergangenheit, aber komplementär zu dem, was ich beschrieben habe. Also diese Cash-Based-Trends, aber hochmodernst, da haben wir Algorithmen, die uns sagen, wer wo was gekauft hat und ob das ein suspekte Einkaufspattern ist und so weiter. In Somalia haben wir während des Covids konnten wir die Menschen ja auch nicht erreichen, da war ja Lockdown. Und da haben wir eine E-Shop-Application gemacht. Also in Somalien konnten die Notbedürftigen registrieren, was sie gebraucht haben, und die wurden dann von uns erreicht, statt dass wir sie in irgendein Geschäft bringen oder was immer. Also wir versuchen wirklich das, was unsere Errungenschaften sind, in unserer Gesellschaft auch in Krisensituationen anzuwenden. Ich würde das nochmal ergänzen. Ich glaube, diese Ansätze sind eigentlich die richtigen. Ich hätte vorhin gesagt, wir müssen die Technik liefern. Ich glaube, wir müssen natürlich auch ganz wichtig das Wissen liefern. Und Wissen über landwirtschaftliche Zusammenhänge, wie baut man überhaupt Pflanzen an und wie macht man etwas, sagen wir, wie kommt man auf die nächste Stufe, wenn man noch auf der Stufe des Hakenfluges ist, und das sind eben viele in diesen Regionen. Das erfordert einfach ein gewisses Wissen. Und ich glaube einfach, dass mit diesem neuen Faktor, dass die Leute sehr, sehr arm sind in all diesen Ländern, aber trotzdem zum überwiegenden Teil über ein Handy verfügen. Und damit haben sie Internetzugang. Das gibt uns völlig neue Möglichkeiten, diesen Leuten Bildung zu vermitteln. Nicht nur, wir müssen denen nicht nur einen Traktor liefern und einen einfachen Flug und eine einfache Sätechnik, sondern wir müssen denen auch Wissen vermitteln. Und dieses Wissen vermitteln über Schulen, das machen sie mit Schulkindern. Hier geht es eher um Erwachsenenfortbildung. Und ich glaube, dass dieser Ansatz über Handytechnologie, das kann man selbst von hier aus machen. Da kann sich auch das Deutsche Museum ein Projekt draus machen und dafür prämiert werden. Wir vermitteln Wissen für die dritte Welt. Wie macht man Basisinformationen über Landwirtschaft? Wie erklärt man Zusammenhänge? Wie passen Dinge zusammen? Wann muss man was tun? Und wann ist es verkehrt? Wann ist es zu früh? Wann ist es zu spät? Also ich kann mir da eine Menge vorstellen, was da auch in Zukunft möglich ist, was wir uns vor 20 Jahren nicht hätten vorstellen können. Wir möchten an dieser Stelle, wo das Thema Bildung sozusagen auch an Sie adressiert wurde, gerne die Veranstaltung auch für Sie öffnen und für Ihre Fragen. Okay. Eins ist die Dame. Guten Abend, mein Name ist Renate Sterflinger. Ich bin eine Unterstützerin eines sehr jungen Teams, sozusagen einer Cookprint-Kampagne, das kann man im Internet finden. Also das Kochbuch, das nachhaltige Kochbuch, wurde als Buch publiziert, sowie auch online. Das war eine Autorin, die das vor 2 Jahren aufgelegt hat. Und da geht es genau um dieses Thema, so auch, dass wir hier schon mal Bewusstsein erreichen können. Wo kommt das Essen her? Wie kommt das auf den Tisch? Mit welchem Verbrauch? Da ist das auch aufgeführt. CO2-Verbrauch, Ausstoß, Wasserverbrauch und so weiter. Also das ist so der Renner, das jetzt so auf den Markt nochmal kommt, weil Covid hat eine Bremse da rein gemacht. Das wollte ich an dieser Stelle absetzen. Cookprint, wie Kochen und Print, also der Kochabdruck sozusagen, können Sie überall finden. Und also wenn Sie da Informationen brauchen, ich bin eben Unterstützerin von diesem Crowdfunding-Projekt, das erfolgreich über einen Verlag dann auch publiziert wurde. Und da geht es um den Ansatz bei uns Einzelnen in unseren Köpfen. Da wird genau erklärt, ab und zu ein Steak, und wenn man es isst, dann bewusst. Und da wird erklärt, wie viel Ausstoß dahinter steht, wie schädlich das ist für uns. Also wir sollten bei uns vor unserer Haustür schon mal anfangen. Das war mein Thema. Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank für den Hinweis. Bitteschön, hier auf der rechten Seite. Vielen Dank, guten Abend, mein Name ist Mirna Castro. Ich bin hier in Deutschland seit fast 27 Jahren und ich sehe, dass der Welthunger hat viele Gesichter.
Ich teile Ihre Einblicke, aber ich denke, man muss in alle Fronten kämpfen. Also Familienplanung, eine Stabilisierung der geopolitischen Situation. Und meine Frage an Sie ist, was würden Sie machen zum Beispiel in Länder, in afrikanischen Ländern, wo es andauernd Kriege gibt? Und jetzt mit dieser jetzigen Situation haben wir Russland, die Wagner-Gruppe. Wie können Sie dort agieren? Wie können Sie solche Menschen helfen zum Beispiel? Ja, also wir sind eine humanitäre Organisation und unser Ziel ist es, den Menschen zu helfen. Und wie Sie richtig sagen, Konflikte, Herr Dr. Nacke hat es erwähnt, der Klimawandel, Covid und Kostensteigerungen. Das sind die vier Faktoren, die im Moment diese Hungerzahlen und diese Spirale in exponentielle Lüfte bringen. Kriege verhindert man durch Diplomatie, durch Dialog, durch Verständnis, aber auch durch Ernährungssysteme. Wenn die Herder mit den Bauern sich die Köpfe einschlagen, dann ist das Krieg. Und wenn man aber die Konditionen dafür schafft, weil entweder Wassermangel ist oder Grundaufteilung und die Governance nicht gegeben ist, dann schafft man die Präkonditionen dafür, dass ein Konflikt hervorkommt. Das ist eine komplexe Frage, die Sie stellen, Frau Castro, aber ich glaube, diese Beispiele ist, keiner möchte einen Krieg spontan beginnen. Krieg heißt, ist so zynisch es klingt, ist die extreme Ratio der politischen Aktion. Jemand, der um seine Bevölkerung besorgt ist, der für seine Bevölkerung etwas machen möchte, und ich beziehe mich jetzt nicht auf Ukraine, sondern generalisieren, der kann unter Umständen Krieg als ein Instrument um diese Verwirklichung der Politik ansehen. Und wenn man aber die Präkonditionen dafür abschafft, dann hat man weniger Gelegenheiten zum Krieg. Aber das ist eine sehr komplexe Frage. Schön. Die nächste Frage war der Herr auf dieser Seite. Mein Name ist Eckhard von Münchow. Ich arbeite für eine Stay-Stiftung. Wir engagieren uns in Ruanda, Uganda und Kenia für Sozialunternehmen, die selber dann Kleinbauern aus der Armut begleiten. Gerade heute habe ich mit einem Anbieter von einer Farm-App gesprochen, Herr Dr. Nacke, genau in der Richtung, wie bekommt man auch dort Informationen hin. Meine Frage an Sie, Herr Dr. Nacke, welches Angebot hat denn Klaas für Kleinbauern in Afrika? Also wir haben sicherlich, aber wir entwickeln zurzeit keine explizite Technik für Afrika. Wir würden sicherlich heute, wir setzen in vielen, vielen Ländern von Afrika, setzen wir sicherlich einfache Technik ab, die ist aber nicht explizit für diese Länder entwickelt, sondern das ist einfach, sagen wir mal, am unteren Ende unserer Leistungsskala finden Sie, ich sag mal, Traktoren mit vielleicht 70, 80 PS, da fängt bei uns im Hause, sagen wir mal, das Traktorenbauen an. Für viele Länder, die würden sicherlich sich wie auch mit einem Traktor mit 30 oder 40 PS auskommen, wie er typisch in Indien heute zu Hunderttausenden vermarktet wird, haben wir nicht im Programm. Was wir aber typischerweise im Programm haben, so fällt mir das gerade ein, ist eben tatsächlich, wir bauen in Indien einen kleinen angepassten Reismähdrescher für indische Verhältnisse. Und diesen Mähdrescher exportieren wir auch relativ erfolgreich nach Afrika, nach Mittelamerika, weil er wirklich, sagen wir mal,
Das ist ein Spielzeuggerät. Wenn Sie mal was richtig Kleines brauchen für die Ausstellung, melden Sie sich bei uns. Sowas hätten wir auch, weil es ist wirklich, es kommt einem vergleichsweise winzig vor, nicht? So ein Mähdrescher mit, ich sag mal, einem 1,40 Meter Arbeitsbreite. Das ist, wenn man weiß, dass ein anderer Mähdrescher 14 Meter Arbeitsbreite hat, dann sehen Sie den Unterschied, den man da reinbringen kann. Also will damit sagen, ja, wir haben einfache Technik, wir haben angepasste Technik, aber bis auf diesen indischen Mähdrescher, der ist explizit für kleine Strukturen. Im Sonstigen gibt es andere Unternehmen, die deutlich stärker sich sehr, sehr, sehr spezifisch auf Angebote für Afrika ausrichten. Die Frage wurde eigentlich schon gestellt, und zwar ging es um die Kategorisierung, wer bekommt wie viel Geld, und das war, glaube ich, an Sie gestellt. Da haben wir nicht eine richtige Antwort dafür bekommen. Es ist kontextunterschiedlich. Wenn ich jetzt das Beispiel vom Libanon nehme, da wurde ein Zensus von den 1 Million Flüchtlingen gemacht, und was die Notwendigkeiten und die Vulnerabilitäten sind, das ist mit der Weltbank zusammen gemacht, und das ist dann Nahrungssicherheit, aber das ist dann auch Bildung, Gesundheitswesen, wirtschaftliche Unabhängigkeit, und das nennt man Minimum Expenditure Basket. Das ist die Mindestausgaben, die für eine Familie, für die Existenz notwendig sind. Das versucht man zu geben. Was man aber in Wirklichkeit geschafft hat, ist, den Minimum Survival Expenditure Basket zu geben. Also um zu überleben. Und das war einige Jahre zurück, jetzt 2018, waren das pro Person $21 im Monat. Weniger als $1 am Tag. Das ist natürlich, wenn dann eine Familie 5- oder 8-köpfig ist, ist das dann schon eine Summe, mit der man handeln kann. Aber dieser Betrag ist dann wirklich für das Überlebensnotwendige. Und man muss sich denken, ich meine, das ist dann nicht etwas, wo man eine Woche oder einen Monat hungrig ist oder in einer Notsituation. Mittlerweile sind das jetzt schon 12 Jahre. Und ich meine, das sind dann Kinder, die von Geburt an 12-jährig jetzt sind, also die dann in der Pubertät sind und so weiter. Also diese Dimensionen der Krise, deswegen ist das auch, das wird jedes Jahr dann erneut durchgeführt, diese Klassifizierung, weil man eben nicht alles auf der Basis von einer Analyse von einigen Jahren machen kann, weil sich die Situation auch verändert, verschärft. Diese Währungskrise des libanesischen Pfundes, das hat einen Impact gehabt auf die Bevölkerung. Das muss auch in Betracht gezogen werden. Und was wir dann erlebt haben, war auch, dass durchschnittlich hat eine Familie 5 Kinder gehabt. Und während dieser Zeit ist dann die Durchschnittszahl auf 6 gestiegen. Also ich gebe hier einige Informationseckpunkte, aber das ist etwas, wenn Sie das nachlesen möchten oder studieren möchten, das nennt man WASIR, Vulnerability Assessment of Syrian Refugees. Und das wird jährlich veröffentlicht und ist eine robuste Analyse, die jedes Jahr verbessert wird und verfeinert wird. Es ist auch traurig, dass wir noch immer so eine Analyse machen müssen in der Situation. Mittlerweile verwenden im Libanon die Kollegen dieselben Systeme für die Bevölkerung im Libanon. Also ich habe jetzt erwähnt, dass man da 1 Million syrische Flüchtlinge geholfen haben, aber mittlerweile sind 1,5 Millionen Libanesen in derselben katastrophalen Situation. Mhm. Also diese Spirale, und dort ist es wirklich Agrarpolitik, die nicht funktioniert hat, Politik, die generell nicht funktioniert hat, Konfliktsituationen, Flüchtlingsströme, also da kommt einiges zusammen. Die nächste Frage war von Ihnen,
Und dann hier und dann hier. Ja. Grüß Gott, mein Name ist Walter Held. Ich bin Chemiker und hätte ein paar Anmerkungen. Selbstverständlich bin ich auch dafür, für Technologietransfer in Entwicklungsländer oder überall in die Welt hinein. Bloß sehe ich da gewisse Probleme. Wir müssen natürlich unsere Pflanzen an die natürlichen Gegebenheiten und die Änderungen anpassen. Mhm. Klar, aber wie? So wie man das Wort Gentechnologie in den Mund nimmt, hat man hier sofort einen Aufschrei in der Bevölkerung. Natürlich brauchen wir auch verbesserte Pflanzenschutzmittel, Dünger und so weiter. Aber so wie man das Wort Glyphosat oder Roundup, so heißt es ja von Monsanto, das Produkt ist ein Aufschrei der Bevölkerung. Wochen, Monate lang ging das durch die Presse, Glyphosat ja, nein, wie auch immer. Das sind große Probleme bei uns in der Gesellschaft. Wie will man jetzt in die Entwicklungsländer das Wissen hineintragen, das Vertrauen hineintragen? Ja, das könnt ihr gut nehmen, macht so, wie wir uns das vorstellen. Wenn wir hier in Westeuropa das selber nicht haben wollen oder selber kritisieren, ist es ein großes Problem, das, wie gesagt, in die weite Welt hineinzutragen, wenn hier diese Vorbehalte alle vorhanden sind und wo man eben auch über die Medien nicht entsprechende Informationen, die gut und richtig sind, weiterverbreiten kann. Wie sehen Sie das? An wen geht Ihr Appell? Also im Museum versuchen wir tatsächlich auch gerade zur Gentechnik ein bisschen was zu sagen. Also letztendlich, wir haben ja nur das Publikum, was hier ist. Wir versuchen in der Ausstellung, also letztendlich Landwirtschaft ist ja eine Ausstellung, die Gentechnik oder die Pflanzenzüchtung anwendet. Und wir haben also eine Medienstation, wo wir versuchen zu erklären, wie funktioniert Mutationszüchtung, wie funktioniert Smart Breeding, wie funktioniert klassische Gentechnik, wie funktioniert Genome Editing, die wir alle einfach nebeneinander stellen, versuchen sie zu erklären. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, wir haben eine Station, wo die Besucherinnen sich entscheiden können, welche Pflanze braucht die Welt, haben wir es genannt. Und wir versuchen dort ein paar Pflanzen vorzustellen. Verschiedene Pflanzen, verschiedene Methoden und verschiedene Traits, die übermittelt bekommen haben. Und da versuchen wir dann so ein bisschen unsere Besucherinnen zum Nachdenken anzureden. Also wir haben jetzt zum Beispiel einmal den, das werden Sie wahrscheinlich auch alle kennen, einen überschwemmungstoleranten Reis, der also in Ostindien, in Nepal, in Bangladesch angewendet wurde. Er wurde mit Smart Breeding, also einer Methode entwickelt, die genetische Analyse macht, die allerdings keine Pflanzen, die nicht gentechnisch verändert sind, aber zumindest eine genetische Analyse ist da. Und mit diesem Verfahren hat man also einen Reis erstellen können, der Überflutungen, also Springfluten, für 2 Wochen aushält. Den stellen wir vor, die Besucherinnen dürfen sich entscheiden, wollen sie den wachsen lassen, wollen sie ihn nicht wachsen lassen. Dann haben wir ein Beispiel, Kartoffel, Kraut und Knollenfäule. Es gibt eine Cis-Gene, Gentransfer, also aus von Kartoffel auf Kartoffel. Und damit kann man die Kraut- und Knollenfäule in den Griff bekommen, weil man eben sehr viele Gene auf einmal überträgt. Und so versuchen wir eben verschiedene Beispiele vorzutragen und die Besucherinnen dazu zu animieren, darüber nachzudenken und vielleicht zu gucken, ob Gentechnik nicht doch in manchen Fällen eine schlaue Methode sein kann. Und ob es nutzt, ob es funktioniert, keine Ahnung, aber zumindest ist das eine der Aufgaben, die das Museum sich versucht anzunehmen und versucht zu informieren und zu diskutieren mit den Menschen. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Ich fand es sehr gut und noch mehr Ihren Beitrag. Ich glaube, Sie haben einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es ist leider so, dass das Verständnis für landwirtschaftliche Zusammenhänge und das Verständnis dafür, wie überhaupt, sagen wir mal, wir heute 8 oder 8,5 Milliarden Menschen ernähren und ernähren können, fehlt in weiten Teilen der Bevölkerung. Und ich glaube, wir müssen wirklich ganz, ganz wichtig daran arbeiten, dieses Verständnis für Zusammenhänge wirklich wieder zu fördern und, sagen wir mal, zum Beispiel auch bei der Gentechnik zu differenzieren, von welcher Gentechnik sprechen wir. Und ich sage mal, wir haben heute die sogenannte Genschere. Wenn wir die Genschere nicht zugelassen hätten, hätten wir auch heute keinen Covid-Impfstoff, weil der wurde darüber entwickelt, und zwar in einer rasenden Geschwindigkeit. Das ist genau die Gentechnik, die viele Leute eigentlich ablehnen.
Und da gibt es viele andere Dinge auch in ähnlicher Richtung. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Und vielleicht auch noch mal eins, es hat sich bei uns ja so etabliert, in weiten Teilen der Bevölkerung, dass die Leute gegen Tierhaltung sind. Ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, früher waren wir gegen den sogenannten Kunstdünger. Der war böse, der Mineraldünger. Heute sind wir auch gegen die Tierhaltung. Wir müssen uns mal darüber im Klaren werden, von irgendwas müssen Pflanzen leben. Wenn wir ihnen keinen Mineraldünger mehr geben und auch keine Gülle mehr geben, dann müssen wir nicht glauben, dass die Pflanze wächst. Und ich möchte auch noch einen dritten Aspekt anbringen. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand aus der Schule daran erinnert, warum ist überhaupt der Mensch sesshaft geworden? Der ist sesshaft geworden, nicht nur weil er Ackerbau gelernt hat, sondern weil er Ackerbau und Tierhaltung gelernt hat. Und als er lernte, den Tierdünger zu nutzen, um den Acker zu düngen, musste er nicht mehr Nomade sein, weil erst ab da hat es gereicht, dass er ausreichend produzieren konnte an der Stelle, wo er gerade leben wollte. Sonst würde der heute auch noch so rumlaufen, wie in der Serengeti die Tiere rumlaufen, nämlich dem Futter hinterher. Auch das lernt man in dieser Ausstellung. Also insofern kommen Sie, lassen Sie sich, lernen Sie was. Ich darf mit Blick auf die Zeit Sie um kompakte Fragen und auch dann um kompakte Antworten noch bitten, der Herr. Ich bin interessierter Bürger und ich habe auch einen Bezug zum Dorfleben. Ich fand interessant, was Sie, oder möchte anknüpfen an Sie, an dem, was Sie, Herr Nacke, sagten, dass die Maschinen immer komplexer und ja, intelligenter und größer geworden sind. Da sind natürlich auch Leute mit beschäftigt, nämlich Bauern. Ich will darauf hinaus, dass die Landwirtschaft und die Beschäftigten unterschätzt werden. Da gibt es so viele intelligente Menschen, die so vielfältig Bescheid wissen über viele Dinge. Und andererseits erlebe ich, dass manchmal die Städter richtig überheblich gegenüber der Landbevölkerung bzw. der Landwirtschaft sind. Sehr unerfreulich, und leider hat sich dieser Trend eher noch verstärkt, weil die Landwirte sind weniger geworden. Es gibt so komische Sendungen wie Bauer sucht Frau oder solchen Blödsinn, wo angedeutet wird, dass die Bauern blöd sind. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Teilweise haben die Studien, die sind Maschinenbauer oder Ingenieure, und das wird überhaupt nicht realisiert. Ich finde es schade, dass dieses Bild von der Landwirtschaft und vom Land teilweise gibt, in der Stadt, mit einer gewissen Überheblichkeit. Vielleicht mag da zu jemand was sagen. Also kann man Ihnen nur zustimmen. Vielen Dank für den Kommentar. Das ist leider, sagen wir mal, natürlich der Spruch, die dümmsten Bauern essen die größten Kartoffeln, mag ja immer noch gelten, aber grundsätzlich sind Bauern, die dumm sind, eher in der Seltenheit heute. Gebe ich Ihnen voll recht. Aber das muss man nicht kommentieren. Bitte schön. Hallo, ich heiße Hannes Ritzler, ich bin gerade noch Student. Und Herr Dr. Nacke, Sie haben gesagt, dass man den Menschen helfen muss, sich selber zu helfen. Und da gibt es ja die Möglichkeit mit Wissen übermitteln über das Internet. Aber jetzt mal anders gefragt, man muss den Menschen ja auch Maschinen geben. Und jemand, der sich kein Brot leisten kann, kann sich auch keinen Traktor leisten. Wie gibt es da Möglichkeiten oder genaue effiziente Lösungsansätze, das zu lösen? Ich denke mir, wir müssen auch den Menschen helfen, Strukturen zu bilden. Ich sag mal, vor wie lange ist es her? 150 Jahren hat Herr Raiffeisen hier in Deutschland die ersten Genossenschaften gegründet. Das waren Gemeinschaften. Da haben Leute zusammen Technik angeschafft. Und ich glaube, wir müssen ihnen auch beibringen, dass man vielleicht Strukturen braucht, wo nicht ein Landwirt sich einen Traktor kauft, sondern sich vielleicht ein Dorf zusammen Mechanisierung kauft und zusammenarbeitet. Andere Strukturen einfach schaffen, wo wir diese von Ihnen völlig richtig beschriebene Investitionsschwelle, die Leute haben zu wenig Geld, um überhaupt sich ordentlich zu mechanisieren, wo wir ihnen auch darüber helfen. Und ich glaube, da sind
Da sind solche, sagen wir, unsere genossenschaftlichen Ansätze, die ja eigentlich uralt sind, sind da wahrscheinlich Dinge, die man auch dahin tragen muss, die man entwickeln muss. Und das muss man natürlich aktiv vorantreiben. Das passiert auch nicht von selbst. Gibt es denn tatsächlich von Klaas ein Kreditsystem, das also tatsächlich auch einen teuren Traktor auf... Also in der Richtung, was Finanzierungsangebote angibt, haben wir die angepasste Finanzierungsangebote auch für viele Länder, die heute zur sich entwickelnden Welt gehören und nicht nur hier für die europäischen Länder. Das ist ganz sicher richtig, aber nichtsdestotrotz sind ja landwirtschaftliche Betriebe oft so klein, dass sich trotzdem so eine Investition nicht lohnt. Aber wenn man da das Rüstwerk gibt, oder sozusagen Sie beide zusammen, dass eben eine Partnerschaft zwischen einer Entwicklungshilfeorganisation, wenn ich das so nennen darf, und einem Landgerätehersteller wäre ja sicherlich eine sinnvolle Angelegenheit. Das Konzept der Genossenschaften, wenn man da Digitalisierung und Handy, da kann man teilnehmen an der Verwendung des Traktors über Applikationen per Handy und da hat man dann eine Beschleunigung. Eine Genossenschaft zu gründen ist etwas Komplexeres als eine Vernetzung per Internet und diese Verwendung zu vereinfachen. Solche Sachen machen wir für Kleinbauern in diesem Fall in Kenia, Uganda. Also man muss auch sehen, wo der Entwicklungsniveau ist und wo man da eingreifen kann. Also wenn es zu katastrophal ist, dann hat man natürlich nicht solche Gelegenheiten. Aber wie Sie richtig erwähnen, mittlerweile sind auch viele Länder, wo wir dachten, naja, das ist jetzt schon in einer Entwicklungsphase, dadurch, dass diese Währungen so unter Druck gekommen sind, aber die Voraussetzungen der Bildung der Gesellschaft und der Zugang zum Internet und zur Digitalisierung sind relativ gut. Da kann man dann schon Strukturen, Eingriffe machen, die relativ nicht kostenintensiv sind, die aber eine große Wirkung haben. Sehr geehrte Damen und Herren, an dieser Stelle ist die Uhr schon weit fortgeschritten und wir hören sicherlich nicht auf zu diskutieren, wir wechseln aber den Raum. Alle, die im Livestream sind, können dieser Raumabfolge nicht folgen. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Fragen, für Ihre Statements, auch für Ihre sehr disziplinierte Art des Rückfragens und darf Ihnen herzlich Danke sagen im Namen auch der Veranstalter der Akademie für Technikwissenschaften, AKATEC, der Katholischen Akademie in Bayern und der gastgebenden Institution des Deutschen Museums für Ihr Kommen. Darf Sie sehr herzlich, Sie sehen schon, die Türen gehen auf, zu einer kleinen Stärkung und zu einem Empfang einladen im Anschluss. Und ganz besonders möchte ich den Referierenden danken, Frau Dr. Gerber Hirt, Herr Dr. Nacke, und Herr Heinrich, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, für Ihr Kommen. An alle im Livestream, stärken Sie sich auch zu Hause und vielen Dank für Ihr Kommen. Einen schönen Abend.